Ich habe so einen Fisch noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. Ich habe so einen Fisch noch nie gesehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. Das ist der größte Fisch, den ich in meinem Leben gesehen habe. Schaut euch mal diesen Schwund an. Ja, ich bin überwältigt. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man so viele Jahre, so viele Tage pro Jahr am Wasser unterwegs ist, teilweise 200 Nächte pro Jahr auf der Suche nach großen Fischen und dann irgendwann kommt diese Stunde. Hallihallo, es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich begrüße euch zu einem neuen Video, zu einem Video, auf das die Anglerwelt sehr, sehr lange gewartet hat. Das hier wird groß. Guckt euch diesen Fisch an! In diesem Video nehme ich euch mit zu einem der längsten und schwersten Welse, die weltweit jemals mit einer Angelrute gefangen wurden. So, angelt auf. Oh ja, ist wirklich so, Stefan. Doch bevor es jetzt losgeht, solltet ihr zuvor die Vorgeschichte zum Fang dieses Ausnahmewallers, zum Fang eines Welses mit einer Länge von 281 cm euch anschauen, damit ihr ein bisschen wisst, was uns in dieser Phase am Fluss passiert ist, wie wir genau vorgegangen sind. Ich blende euch hier oben den Videolink dazu mal ein. An alle anderen, die bereits den Film des Weges zum Weltrekordballer sich bereits angeschaut haben, von hier aus bei mir aus der Heimat ein riesiges Dankeschön an euch für die zahlreichen netten Kommentare, für die tollen Worte, für das Mitfiebern, für den Mega-Support. Vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin mega stolz, dass ihr das so stark mitfiebert. Ja, ich würde sagen, springen wir direkt in die Geschichte rein. Wir schreiben Ostern 2023. Wir befinden uns am Po-Mittellauf. Unser Angelplatz ist eine langgezogene Sandbank mit einem größeren Altwasser im hinteren Bereich, welches permanent, je nachdem, was der Fluss macht, also was der Pegel des Flusses macht, etwas voller läuft oder auch wieder leer läuft. In diesem Altwasser befinden sich reichlich Fische, Weißfische, Karpfen, Meereschen, die dort laichen. Und genau vorne dran vermuten wir große Raubfische, die auf die herein- und herausschwimmenden Beutefische lauern. Ich bin mal gespannt, was hier nachts abgeht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier, seht ihr da hinten? Überall Fisch unterwegs. Und ich glaube, da wird der Räuber nicht weit sein. Überall. Ich laufe mal hier ein Stück mit euch rein. Überall brodelt hier das Wasser, es läuft langsam, da war der nächste, hier war auch einer, guck mal hier, überall sind hier Köfis am Start, Futterfisch, das Wasser kocht hier. Verrückt, oder? Seht ihr das? Was hier los ist? Im viel tiefen Wasser. Und genau hier werden die dicken Fische hinkommen. Überall, überall hier Fischalarm. Ich glaube, hier sind wir richtig. Das probieren wir aus. Und genau vorne an der Kante, wo dieser Altwasserbereich hier, diese Sandbankvertiefung nach außen den Fluss ausebbt, dort werden wir unsere Montagen setzen.
gleich zu Beginn in der ersten Angelnacht an diesem Platz konnten wir zwei schöne Waller fangen und wussten somit, dass wir zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle unsere Köder ausgelegt hatten. Die zweite Nacht dann startete sehr ruhig. Man hörte auch kaum mehr richtig Fischaktion an der Oberfläche. Also ich spreche hier von den Weißfischen, die sich in dem Flachwassergebiet aufhielten. Ab und zu hörte man ein paar Klöckchen an den Wallerruten läuten. Also die Köderfische waren aktiv, aber es war richtig ruhig. Es war eine richtig ruhige Nacht. Ja, bisher ist alles ruhig. Letzte Nacht hatten wir ja ein paar kleinere Waller. Aber heute Nacht haben wir jetzt fast 24 Uhr. Bisher kompletter Totentanz. Ab und zu hört man mal die Köfis aktiv werden. Die Glocken klingeln dann ein bisschen. Der Bissanzeiger gibt einen kurzen Ton von sich. Aber kein Biss. Und oftmals sind es dann genau diese Nächte, wo plötzlich aus dem Nichts ein richtiger Ausnahmefisch kommt. Ganz selten ziehen diese großen Urfische mit den kleinen Wallern gemeinsam. Wenn die Kleinen unterwegs sind, haben die Großen Ruhepause. Und wenn die Großen unterwegs sind, hauen die Kleinen ab. Denn die könnten plötzlich auch mit auf dem Speiseplan stehen. Ja. Na, schauen wir mal, ob da noch eine dicke Mutti vorbeikommt. Aber auch beim Welsangeln und auch an dem augenscheinlich besten Platz, wo ein Haufen Futterfisch ist, ist nicht jeder Tag Fangtag. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Am nächsten Morgen dann, nach einer bisslosen Nacht, überkamen mich schon leichte Zweifel, ob wir wirklich sitzen bleiben sollten. Die Köderfische in dem Altwasser hinter uns waren nach wie vor da. Und dann plötzlich zu einer ganz untypischen Zeit, zu einer Zeit, wo kaum ein Welsangler damit rechnet. Es war so 10, 11 Uhr am Vormittag. Die meisten Angler sind wahrscheinlich jetzt schon am Zusammenpacken, suchen sich einen neuen Platz oder sind auf dem Weg ins Camp, Proviant aufzufüllen. Kommt plötzlich ein ganz brutaler, unerwarteter Einschlag in die ganz rechte Route, die flussab an der Grenze, an der abfallenden Kante zu diesem Altwassergebiet lag. Ja, und ein Wahnsinnsdrill, ein Wahnsinnsfisch sollte uns da bevorstehen. Und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und nehme euch mit zum Fang des vielleicht längsten und schwersten jemals mit einer Angelrute gefangenen Wallers weltweit. Die Rute, die ihr da seht, kommt jetzt im Herbst in den Handel. 2,40 Meter Rute. Mega Stoff, ja. Wird nicht viel kosten, aber macht einiges mit. Und im Moment ist er gerade im Kampf mit einem richtig, richtig starken Fisch. Noch ist er nicht im Boot, ja. Noch sind wir am Kämpfen.
Zerfalter. Rizzi, sag mal was. Grüß mal die Leute. Morgen aus Italien. Morgen, mittlerweile ist schon fast Mittag. Der Osterhase hat zugeschlagen. Der Osterhase, jetzt kommt er langsam. Ja. Großer Fisch, definitiv großer Fisch. Wenn du kannst. Lassen. Große Fische brauchen im Regen. Ich glaube, das wird ganz, ganz groß jetzt. Alter, ist die umgeschwungen. Geht er wieder weg. Jetzt kommt die erste Mikrose. Richtig krasse Blasen. Richtig krasse Blasen. Ihr seht, die Mikros sind es weiterhin. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Sache ist. Vielleicht, was natürlich sein kann, dass er auch am Schwanz hängt oder irgendwie sich quer gehakt hat. Aber ich habe eben schon einen großen Schwanz gesehen. Ein großes Schwanzstück. Vielleicht hat er, dass er komisch hängt, aber der Fisch macht richtig Spruch. Wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Jetzt erstmal gucken wir, jetzt kommen riesige Blasen, riesige Blasen. Langsam was. Jetzt werden wir gleich wissen, ob er, was der Sache ist. Wisst ihr, was ich vermute? Ich weiß nicht, ob ich recht behalten sollte. Ich glaube, der Fisch hängt irgendwo im hinteren Bereich. Kann ich mir vorstellen, weil er nicht hochkommt. Ja. Es kommt öfters so vor, sowas, in so Phasen jetzt, dass sich die Baller neben die Köfis stellen und die irgendwie wegdrücken wollen. Schauen wir mal, ich gucke mal bloß, dass der Fisch nicht mal zeigen wird. Da kommt wieder das Vorfach. Und jetzt müsste eigentlich der Kopf kommen. Wenn jetzt der Schwanz zuerst kommt, haben wir ein Problem. Nein, Fisch hängt sauber gehakt, Fisch hängt safe. Wahnsinnsdrill. Wahnsinnsdrill. Also ich bin mir relativ sicher, was dein größter jetzt, Rizzi? 230er? 230er, dass wir den hier knacken jetzt. Jetzt kommt er wieder hoch. Ich will ihn euch nochmal zeigen, auf jeden Fall auf dem Handy. Jetzt kommen die erste, guck mal die U-Pose, wie sie in den Stein zerballert hat. Wahnsinn. Also da war richtig Druck dahinter. Alter, die haben eine Kraft, die Fische. Unglaublich. Unglaublich. So. Ja, der hat Zunder. Der hat Zunder. Kriegen. Er muss mal Luft schnappen. Er muss mal Luft schnappen. Jetzt kommt wieder das Vorfach, Jungs und Mädels. Ja. Also das, da ballert wirklich das Adrenalin. Kann jetzt noch alles passieren, ja? Kann plötzlich Puff machen. Aber das wollen wir nicht hoffen, ja? Das wollen wir nicht hoffen. Esslein hält, was er verspricht. Auf jeden Fall ein großer Fisch. Ein großer Fisch. Definitiv. Jetzt kommt das erste Mal. Gucken, ob wir mal den Kopf sehen, was das Sache ist. Doch ein Stück. Alter. Doch ein bisschen hoch jetzt, komm. Dass er mal Luft kriegt. Ein bisschen anheben noch. Ein bisschen anheben das Ding. Das hier wird groß. Guckt euch diesen Fisch an. Wahnsinn! 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 Sagt mal was! Naja, noch ist er nicht im Boot. Schaut euch diesen Fisch an. Schaut euch diesen Fisch an.
Klappe hier. Es darf nichts mehr schief gehen. Das ist ein Riesenfisch. Das ist ein Riesenfisch. Alter Vater, ich habe noch nie so ein Maul gesehen. Das ist ein Riesenfisch. Das ist auf jeden Fall 2,70 oder vielleicht sogar 2,70. Hoch, hoch wieder langsam hoch. Na jetzt, was hat der kommt schon, der kommt schon, der kommt schon. Der hängt dann. Ja, der hängt. Weiß, habe ich im Maul nicht gesehen, aber er hängt. Aber es kann jetzt alles passieren. Kann alles passieren. Langsam, dass er nochmal kommt. Ich muss nur da. Der Kiefer ist riesig. Ein riesiger Kiefer. Ein riesiger Kiefer. Lass dir Zeit, Kiefer. Ein riesiger Kiefer. Ein Riesenfisch. Das ist ein Riesenfisch. Ich habe noch nie so einen Kopf gesehen. Warte, jetzt geht er wieder. Kann ihn festhalten. Ich konnte den eben nicht festhalten. So. Oh. Jetzt hat irgendwas geruppelt. Geht wieder, Achtung. Kein Scheiß jetzt passieren. So, da kommt er wieder. Ich sehe nicht genau, wie er hängt. Ich muss jetzt Druck halten, den Druck halten. Ich hab'n. Ihr müsst mir helfen. Ritz mit reinfassen an der Seite. Komm, halt mir helfen. Festhalten, Ritz, bitte. Nicht mehr loslassen. Komm, zieh, komm. Komm. Martin, stell dich hin. Der passt ins Boot. Warte. Ich hab so einen Fisch noch nie gesehen. Warte, lass mal kurz die Ordnung machen. Ach du Scheiße. Ich hab so einen Fisch noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. Ich hab so einen Fisch noch nie gesehen. Ich hab sowas noch nie gesehen. Guckt euch das mal an. Ja, wir waren wirklich komplett überwältigt, komplett aus dem Häuschen. Noch heute, ja, wirkt dieses Erlebte nach und ich kann es immer noch nicht so richtig realisieren. Unter 5 Zeugen wurde der Fisch am Ufer geradlinig vermessen. Fisch ist gerade angelegt. Das war auch Wahnsinn. Wahnsinn. Also Jungs, wir bringen erstmal kurz den Fisch ins Wasser. Ich habe keine Spucke mehr im Mund. Wir sind hier am Platz, 5 Zeugen. Mein Freund Martin Schmelz ist dabei, Heike, Adi, Ritz, ich. Wir haben den Fisch 4-mal gemessen. Fisch gerade gelegen. Wir zeigen euch den Fisch jetzt. Wir probieren den mal anzuheben. Das ist ein ganz alter Fisch, einer der Urfische Italiens. Hauptsache dem Fisch passiert nichts, aber ich bin jetzt erstmal, oder wir sind sprachlos. Ich muss mal kurz weggehen, weil mir kommen ein bisschen die Tränen. Das reicht nicht. Jeder bekommt das, was er verdient. Ja.
Zum Wohle des Fisches wurde auf einen realistischen Wiegevorgang mit diesem riesigen Wels verzichtet. Das war auch mir komplett egal in diesem Moment. Alle Leute, die mit am Ufer waren, später kamen natürlich noch andere Welsangler hinzu, um sich diesen Koloss anzusehen. Wir schätzen den Fisch auf gute 140 Kilo Gewicht. Ich selbst habe noch nie so einen brutalen, langen und auch starken, also vom Körperbau komplett fetten Waller gesehen. Ja, es war einfach der Wahnsinn. Ein unbeschreiblicher Fisch, unbeschreibliche Gefühle kamen da in uns hoch. Es war, ja, ich kann es in Worte gar nicht so richtig fassen, was für Emotionen sich in diesem Moment da am Ufer des großen Flusses abgespielt haben. Bevor ich euch jetzt diesen riesigen Ausnahmefisch, den Weltrekordwaller, in seiner ganzen brachialen Schönheit zeige, möchte ich natürlich noch mal auf das Fanggerät eingehen. Einfach aus dem Grund, damit ihr auch sicher wisst, welche Gerätschaften den Fang von großen Fischen, es müssen hier nicht immer 260, 270, 280 Waller sein. Schöne Wälse, 1,80 bis 2,30, üben auch genug Kraft, Druck auf Angler und Gerät aus. Und hier, damit ihr nicht zweiter Sieger seid, wenn ihr irgendwo mal beim Angeln einen starken Wels ans Band bekommt, denke ich, ist eine Gerätevorstellung, die zum Fang von solch einem Ausnahmefisch geführt hat, nicht fehl am Platz. Bevor wir ins Gerät reingehen, möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Wort Weltrekord. Dieser Fisch wird niemals niedergeschrieben sein in irgendeiner ICFA-Liste, in irgendeiner Weltrekordliste, weil wir, um den Fisch möglichst schonend zu behandeln, möglichst schnell in sein Element entlassen zu können, auf eine staatliche Person verzichtet haben. Um einen offiziellen Weltrekord anzumelden, hätten wir einen Notar da holen müssen oder einen Bürgermeister oder irgendeine Staatsperson, hätten zusammen mit dieser Person den Fisch vermessen müssen, ich glaube auch verwiegen müssen. Und diese Zeit, die das in Anspruch genommen hätte, die hatten wir nicht. 5 Augenzeugen waren bei der Längenermittlung, bei der geradlinigen Längenermittlung des Fisches mit am Angelplatz. Uns war es wichtig, dass dieser Urfisch, dieser riesige Wels, möglichst schnell und sorgsam wieder in sein Element zurückgesetzt wird. Und da hatten wir keine Lust, irgendwie Stunden auf irgendeine Staatsperson zu warten, die uns den Fang offiziell bestätigt, damit wir irgendwo in dem Guinness-Buch der Rekorde oder auf irgendeiner Liste stehen, offiziell eingetragen, na Weltrekordwels, ja. Das war Quatsch, das ist mir auch heute noch nicht wichtig. Wichtig für mich als Angler, als Guide dieses Fisches, nach 25 Jahren langer, harter Arbeit hier an den verschiedensten Gewässern Europas, wichtig ist es mir nur, dass ich jetzt weiß, dass es wirklich Fische mit einer Länge von 2,80 Meter in unseren Gewässern gibt. Und wer weiß, wo das noch hinführt. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann ein 2,90er, vielleicht kommt irgendwann ein 3-Meter-Waller. Wir wissen es nicht. Wir vermuten viele Sachen. Und eins ist jetzt gewiss, 2,80 Meter lange Wälse, die sind da draußen irgendwo vorhanden. Also absoluter Wahnsinn, wir sind komplett geflecht. Ja, die Brustflosse von dem Kollegen ist fast länger als der Köfi hier. Brutal, absolut brutal. 2,81 Meter, ein Riesenbulle. Absolut wirklich verrückt, dass man überhaupt solche Fische mit der Angel noch bändigen kann. Brutal, ja. Schaut euch mal diesen Büffel an. Da kommen gestandene Männer an ihre Grenzen, ja. Und da muss man auch nichts mehr schön. Oder wie es in vielen Angelvideos so ist, wo der Hecht dann so weit vor in die Kamera gehalten wird. Hier brauchen wir alle Kräfte, um den Fisch überhaupt ein bisschen präsentieren zu können. Und natürlich immer unter Bedacht, dass diesem Urfisch nichts passiert, ja. Schön im Wasser bleiben. Sitzt hier, ja. Komm mal her. Petri, mein Freund. Komm mal her.
Ja. Kommen ja leicht ein bisschen die Tränen. Ja. Es ist schon Wahnsinn. Viele Jahre gearbeitet. Und ja, das Schicksal spielt dann manchmal so mit einem mit. Ja. Den hast du dir auch verdient. Petri Heil. Petri. Den haben wir zusammen uns verdient. Ja, genau. Vielen Dank für die Freundschaft in den letzten Jahren, die gute Zeit, die wir zusammen hatten. Ja. Hier. Ja. Super. Da liegt er. Ja. Fürs Buch der Erinnerung. Das werden wir beide, glaube ich, nie mehr vergessen. Nein. Und wir werden auch, glaube ich, beide so schnell keinen längeren fangen. Nein, glaube ich auch nicht. Auch. Wirklich verrückt. Vor, glaube ich, 6 oder 7 Jahren habe ich hier am Po einen Fisch, bisher meinen größten Fisch, gefangen mit 2,65 Meter. In Spanien kamen 2,63er. 4 Fische bis jetzt über 2,60 durfte ich in meiner Laufbahn fangen. Ein 2,50 Meter Fisch ist schon komplett was Brutales. Ein 2 Meter Fisch. Man muss erstmal einen Fisch hier in Italien fangen. Ja. Wir wollen nicht immer so übertreiben. Die Leute kommen immer her und denken, springen einem ins Boot und dann gucken sie komisch, wenn die Woche rum ist. Wenn vor allem Neulinge hier am Fluss unterwegs sind, nicht genau wissen, was sie tun müssen und plötzlich nichts klingelt nachts. Ja. Aber jetzt 2,80. Ja, der Fisch ist älter. Oder was heißt älter? Vielleicht so alt wie ich. Ich als Guide des Fisches möchte mir auch nochmal das Recht rausnehmen, den euch hier zu präsentieren. Absolut, absolut brutal. Damit geht wirklich ein riesen Traum in Erfüllung und ich bin mega froh, dass ich den mit so einem guten Kumpel, der mich schon viele Jahre beim Weltangeln begleitet, fangen durfte. Der große Büffel hier darf jetzt zurück. Wir waren die ganze Zeit mit dem Fisch im Wasser, wurde alles so sorgsam und sorgfältig wie möglich gemacht, damit der Fisch keinen Schaden nimmt. Dabei spielt die Länge natürlich keine Rolle, so gehen wir auch mit kleineren Fischen um. Aber bei solchen großen, alten Urfischen sollte man da auf jeden Fall Acht drauf nehmen. Auf keinen Fall irgendwie am Sand rausziehen, solange den Fisch der Sonne aussetzen. Ja, Wahnsinn, ich bin echt geblättet. Wir werden uns nachher nochmal auf der Sandbank in Ruhe zusammensitzen, wenn der Fisch jetzt wieder hier unterwegs ist in seinem Element. Erzähle ich euch ein bisschen was über das Gerät, was wir verwendet haben, für die Leute, die es interessiert. Und noch ein paar andere spannende Sachen zu diesen großen Fischen, ein bisschen zur Taktik. Aber jetzt darf der erstmal zurück. Und wir müssen erstmal wieder Luft holen, weil wir sind wirklich... Ja, ich bin überwältigt. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Wenn man so viele Jahre, so viele Tage pro Jahr am Wasser unterwegs ist, teilweise 200 Nächte pro Jahr auf der Suche nach großen Fischen und dann irgendwann kommt diese Stunde. Das kann nur jemand nachvollziehen, der genauso ein Leben führt. Ich möchte mich auch auf diesem Weg so ein bisschen bei meiner Familie bedanken, dass die mich da so unterstützt. Meine Frau, mein Sohn, der seinen Papa so oft sehen kann. Bei meinen Freunden, die bei den Touren dabei sind und mich unterstützen. Und natürlich auch bei den zahlreichen Anglern, die mit mir gute wie auch harte Zeiten am Wasser gemeistert haben. Aber dafür machen wir es. Fisch geht super. Hier geht er. Wahrscheinlich der größte und längste mit der Angelrute gefangene Wels der Welt. Goodbye. Jetzt möchte ich euch in aller Ruhe das Fanggerät vorstellen, des großen Fisches, die Systemzusammenstellung. Im Kampf mit solchen großen Fischen muss das Gerät natürlich optimal passen und es dürfen da keine Fehler passieren. Ja, also ihr braucht eine optimale Gerätezusammenstellung, denn sonst ist es ganz, ganz schnell aus, wenn euch so ein Monster einsteigt. Aber auch schon im Drill mit einem 2-Meter-Waller braucht ihr eine perfekte Abstimmung des Geräts, denn
diese Fische in dieser Größe mit so einer starken Kampfkraft hier in einem Fluss mit viel Unterwasserhindernissen auch, ja, da werden keine Fehler verziehen. Da ist ganz, ganz schnell der Gar aus. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, ist ja auch wichtig für alle die, die mal in so ein Revier fahren möchten, welche Geräte ich seit Jahren hier benutze, welchen Geräten und Materialien ich seit Jahren hier vertraue. Im Kampf von dem großen Fisch kam die Black Passion G2 zum Einsatz. Das ist eine Musterrute, die kommt jetzt im Herbst erst auf den Markt. Ich habe immer alle Ruten vor der Markteinführung, nach der Entwicklung am Wasser sehr lange dabei, um sie zu testen, um Sachen zu verbessern, um Sachen zu verfeinern. Das ist das finale Muster gewesen. Die Rute war fertig. Es ist eine günstige Rutenserie. Ich glaube, die Passion-Rutenserie von Black Cat kennt jeder. Das ist die meistverkaufteste Rutenserie auf dem europäischen Markt. Es sind günstige Ballerruten, aber die doch einiges abkönnen, wie ihr gesehen habt. Und jetzt hier in der weiterentwickelten Version Generation 2 Black Passion, 2,40 Meter Länge, ein Wurfgewicht bis zu 600 Gramm. Das ist eine kurze Rute. Viele denken ja immer, man braucht für das Welsangeln hier am Fluss sehr lange Ruten. Das ist aber absoluter Quatsch. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt weite Entfernungen spannen müsst oder irgendwo mit Bojen oder Freestyle anbinden müsst, reicht auch eine kurze Rute. Problemlos. Wir haben ja auch keine großen Angelentfernungen von unserem Spot vor an die Kante, wo dieser Altwasserbereich kommt. Ich glaube, das ist auch ein ganz cooler Beweis, dass man nicht immer einen Haufen Geld für Wallerruten ausgeben muss. Diese Rutenserie oder dieses Rutenmodell wird später im Fachhandel wahrscheinlich so bei 70, 80 Euro liegen. Ja, also absolut fair. Diese Rutenserie kommt auch in mehreren Längen, als 2,70er Modell, als 3 Meter Modell, als Long Range Modell mit einer Länge von 3,30 Meter. Ich habe jetzt hier am Fluss die 2,40 Meter Version eingesetzt, weil ich damit auch und meine Gäste ein ganz tolles Handling vom Schlauchboot aus haben. Des Weiteren haben wir bei dieser Tour die Solid Bank Routen eingesetzt. Das ist meine absolute Lieblingsroute mit einer Länge von 2,90 Meter. Die hat einige von diesen großen Monstern jetzt hier gebändigt. Und die Battle Cat H-Serie mit einer Länge von 3,05 Meter. Diese drei Routenmodelle kamen in dieser verrückten Zeit jetzt hier zum Einsatz und haben mit Bravour alles gemeistert. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, mal unten in der Videobeschreibung schauen. Dort ist das von mir empfohlene Welsgerät verlinkt. Könnt ihr einfach draufklicken, euch das alles nochmal anschauen. Ich bin ja einer, der angelt sehr gerne und sehr viel mit Multirollen. Jetzt auf dieser Route habe ich eine Stationärrolle gehabt, auch im Kampf mit diesem großen Giganten. Die Black Cat Cat Extreme in der 85er Größe. Diese Rolle gibt es auch in verschiedenen Größen. Gibt sogar noch eine größere Version davon, die Big Cat. Aber hier die 85er Größe hat uns vollkommen ausgereicht. Ist eine tolle Rolle für alle, die keine Multirollen einsetzen möchten. Ja. Hat mit Bravour den knallharten Drill gemeistert. Die Bremse hat super gearbeitet. Also habe ich großes Vertrauen in diese Rollenmodelle. Gibt es auch in kleineren Größen zum Vertikalangeln, zum Spinnfischen, zum leichten Bootsangeln. Die 85er Größe eignet sich perfekt, wenn ihr zu Hause an Flüssen, Seen unterwegs seid. Hier sind ca. 200 Meter Hauptschnur drauf. Das langt für das normale Welsangeln problemlos. Und wer dann ein größeres Modell will, holt sich die Big Head in dieser Serie, das 10,5er Modell. Also da habt ihr dann richtig krasse Schnurführung, so einen richtigen Kasten unten dran. Ja. Zur Hauptschnur ein wichtiges Bindeglied. Als Hauptschnur wurde eingesetzt die Zeus Line G2. Ist eine Schnur, die jetzt auf den Markt gekommen ist. Eine achtfach geflochtene, Durchmesser, echte, farbechte und sehr, sehr abriebsfeste Hauptschnur. Bin ich sehr zufrieden mit dieser Schnur. Die Schnur ist schön weich, schön rund geflochten, also macht keine Geräusche im Wasser. Das ist mir persönlich sehr wichtig und hat eine super Tragkraft hier mit 69, knapp 70 Kilo. Das reicht super überall aus in der 55er Stärke. Diese Schnur gibt es auch in dünneren Durchmessern. Auf der Spule sind hier 400 Meter. Da könnt ihr auf jeden Fall zwei kleinere Stationärrollen füllen oder eine große Multirolle. Also diese Schnur kann ich nur empfehlen für alle Arten des Ansitzangelns auf Wels. Im vorderen Bereich, seht ihr schon, ist eine rote Schnur aufgewickelt. Ich nutze sehr gerne zur doppelten Absicherung
nochmal Schlagschnüre, da sind so 20 Meter vorne als Puffer nochmal drauf gewickelt, damit wirklich nichts anbrennen kann. Und das war in dem Fall sehr, sehr wichtig. Ja. Der Fisch hat ja hier drüben auf der Sandbank gebissen und hat uns dann rüber in die Steinpackung gezogen. Ihr könnt es auch hier an der einen U-Pose noch erkennen, was da wirklich los war. Der Fisch hat ja kurzzeitig mal am Gewässerboden gehangen, ist dann durch die scharfkantige Steinpackung geflohen und diese U-Pose, seht ihr hier, wurde richtig in die Mangel genommen. Ja, und da ohne Schlagschnur kann natürlich auch eine sehr gute, normale Hauptschnur schnell irgendwo einen Cut bekommen und reißen. Deswegen empfehle ich euch, eine Schlagschnur vorne drauf zu setzen, wenn ihr mit Unterwasserhindernissen rechnen müsst. Meiner Meinung nach die beste Schlagschnur aktuell auf dem Markt ist das Zeus Universal Leader. Gibt es in drei Stärken. In der 60er Variante, in der 80er Variante, in der 100er Variante, also spreche jetzt von Millimetern, 060, 080 und 1 Millimeter. Ich setze sehr gerne die 080er Variante ein. Diese Schnur ist 16-fach geflochten, die könnt ihr nicht zerstören. Ihr könnt es mal zu Hause probieren, wenn ihr diese Schnur spannt, mit einem Messer so drüber zu schaben oder mit einem scharfkantigen Gegenstand oder die Schnur über einen Stein zu reiben. Da passiert gar nichts, da passiert überhaupt nichts. Und das Zeus Universal Leader vorne als Schlagschnur auf eurer Rolle, da seid ihr 100% sicher. Kommen wir zum Vorfach. Meine Vorfachlänge, hier befindet sich übrigens immer noch das Originalvorfach an der Rute vom Kampf mit dem riesigen Giganten. Mein Vorfach hat eine Länge von 2,5 Metern. Das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr bewährt. Es ist ein Monovorfach in der Stärke 1,2 mm. Ihr seht das. Diesem Vorfach vertraue ich zu 100%. In Spanien angel ich dieses Vorfach in der Stärke von 1,3 mm. Hier in Italien, in Deutschland am Rhein, in Frankreich, an allen anderen Gewässern, wenn ich Ansitzangeln mache, setze ich die Stärke 1,2 mm ein. Und beim aktiven Angeln, beim Klopfen, beim Vertikalangeln setze ich es in der Stärke von 1 mm ein. Macht da keinen Blödsinn und nehmt zu dünne monofile Vorfächer, denn wenn euch so ein Fisch einsteigt, der zerballert euch alles. Ja. Das Vorfach wurde auch hier gut in die Mangel genommen, aber hat mit Bravour alles gemeistert. Diesem Vorfach vertraue ich seit vielen Jahren und konnte viele, viele Ausnahmefische mit diesem Material fangen. Das Besondere an unserem Vorfach ist, ihr könnt ja gerne mal in Angelladen gehen vergleichen, dass ihr nicht immer denkt, dass ich immer nur blödsinnige Werbung mache. Dieses Vorfach ist richtig schön weich. Es gibt monofile Vorfächer, die sind sehr spröde. Da macht ihr eure Spule auf, da fängt das Vorfach sich schon an zu kringeln, ist sehr spröde in der Wicklung, sehr steif im Wasser. Das checken die Fische. Das Blackhead Mono-Vorfach ist richtig schön weich. Ihr könnt es ganz schön dann nach dem Binden straffen. Also eine ganz tolle, weiche, geschmeidige, aber dennoch sehr abriebsfeste und tragkraftstarke Vorfachschnur. Ja, kommen wir nochmal zu den U-Posen auf dem Vorfach. Eingesetzt jetzt im Frühjahr, habt ihr in den zahlreichen Videos auch von mir gesehen, wurden hauptsächlich 3,5 Gramm Mikro-U-Posen. Ich muss jetzt meine Köder genau dort präsentieren, wo der natürliche Beutefisch auch umherschwimmt. Und das ist knapp über Grund. Eine zu hohe Köderpräsentation bringt euch jetzt keine Bisse. Wenn das Wasser wärmer wird, gehe ich dann gerne auf die Tree-U-Pose, die den Köder etwas mehr anhebt. Oder wenn ich in der Steinpackung angle, ist auch eine Tree-U-Pose von Vorteil, damit ihr ein bisschen Abstand bekommt zu den scharfkantigen Steinen. Aber beim normalen Gewässeruntergrund, die Mikro-U-Posen, unauffällige Köderpräsentation knapp über Grund, der absolute Big Fish Bringer. Ich stehe auf die Farbe Rot, das wissen viele von euch. Wer fängt, hat recht. Ich konnte es mehrfach beweisen, ob der Fisch jetzt auch auf eine U-Posen oder auf ein Vorfach mit einer anderen Farbe gebissen hätte. Sei dahingestellt, weiß keiner. Die roten Teufel hier haben wieder geliefert. Eine meiner absoluten Lieblings-U-Posen. Und hier seht ihr nochmal die Qualität auch der U-Posen. Diese wurde hier richtig durch die Steine gerissen. Da gab es sogar schon einzelne Lackabschürfungen. Ja. Aber der U-Posen-Körper ist noch super perfekt in Schuss. Und das kannst du auch mal mitmachen nach dem Drill mit so einem riesigen Fisch. Ja. Das war ja wirklich verrückt auf dem Schlauchboot. Eines der wichtigsten Bestandteile des Vorfachs ist natürlich unten das Hook-Setup. Die Haken, meine Haarmontage. Dieses Hakensystem, diese Montage angle ich seit sehr vielen Jahren sehr erfolgreich. Habe da ein immenses Vertrauen drin und konnte viele, viele große Fische mit diesem System fangen. Im unteren Bereich seht ihr den Cat Hooker Haken in der Größe 1-0. Dieser Haken dient zur
Fixierung des Köders. Also an diesem Haken wird mein Köderfisch fixiert. Ihr könnt hier auch Tintenfisch, Würmer, ein Deadbait, was weiß ich, immer draufhängen. Der Cathooker in der Größe 1-0 ist ein sehr, sehr perfekter, sehr scharfer Haken mit der optimalen Form. Es kommt auch öfters vor, dass die Welse nur an diesem kleinen Haken hängen, ja? Und deswegen braucht ihr hier Qualität. Ein normaler, herkömmlicher, kleiner Halterhaken hält natürlich jeden Köder. Aber in den Drills seht ihr oft bei mir in den Videos, dass auch manche Fische, je nachdem wie sie gehakt werden, wie sie den Köder attackiert werden, nur an diesem kleinen Haken hängen. Und das muss er aushalten. Mit dem Cathooker seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Der Fanghaken, mein absoluter Lieblingshaken für viele Montagen, kommt auch hier zum Einsatz. Der Blackhead Mega Hook in der Größe 8-0. Den setze ich auf den meisten meiner Welsmontagen ein, egal ob beim Bojenangeln, beim Freestyle-Angeln, beim Angeln mit der U-Pose, beim reinen Grundangeln. Also der Mega-Hook ist ein Haken, dem vertraue ich zu 100%. Die spezielle Hakenform, ich will euch das nochmal zeigen hier, ist verantwortlich mit für den sehr guten Hakeffekt dieses Hakens. Die Hakenspitze ist leicht nach außen weggeneigt. Und ihr habt ein sehr großes Öhr, ich mache mal schnell die Verpackung hier auf, um euch das zu zeigen, um optimal eure Montagen binden zu können. Und ein weiterer Vorteil ist, dass dieses Öhr komplett in sich geschlossen ist. Ja? Also da gibt es keine Knickpunkte, irgendwas vom Stahl, komplett in sich rund geschlossen. Hier seht ihr nochmal schön, wie die Spitze zur Seite weggeht. Also für mich die perfekte, die beste Hakenform zum Welsangeln. Ja, ich hoffe, die kurze Vorstellung des Materials hat euch nicht zu arg gelangweilt. Aber ich denke, in diesem Fall ist das Aufzeigen der richtigen Materialien wichtig. Denn viele Leute reisen immer noch in solche Reviere, haben ihre Woche Urlaub. Jetzt gilt's, ja, jetzt wollen sie einen dicken Fisch fangen und haben dann irgendwo aber die falsche Ausrüstung dabei, weil sie irgendwo falsch beraten worden sind. Wichtig ist, achtet auf die richtigen Bestandteile. Nicht jeder Tag ist Fangtag und auch nicht jeden Tag haben wir Angler die Chance, so einen immens großen Fisch zu fangen. Ich habe 25 Jahre auf diesen Fisch hingearbeitet. Aber auch die normalen Wahnsinnsfische, sage ich mal, mit einer Länge von 2,20, 2,30, 2,40, 2,50, die verlangen eurem Gerät genauso alles ab. Und da muss alles passen. Oftmals sind wir hier am Fluss unterwegs oder in irgendeinem Revier und sitzen tagelang und warten auf den Biss des Wallers. Und wenn er dann kommt und sich euer Material auflöst, was Schlimmeres gibt es nicht. Vertraut Materialien, die im Einsatz erprobt sind und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und alles Gute für euch und dicke Fische am Wasser und geile Erlebnisse mit tollen Freunden. Wir wünschen euch nur das Beste. Petri Heilmann, Freund. Und wir angeln jetzt weiter. Und was weiterhin passiert, seht ihr im nächsten Video.